Prolog. Iris war rücksichtsloser, also erwartet auch keine Rücksicht von mir. Ich trete nur in ihre Fußstapfen. Es ist doch auch eine Art Klon, wenn ich meine Erinnerungen und Gedanken hervorhole und mich neu zusammensetze. Nach 22 Jahren erschaffe ich mich noch einmal. Denn ich bin eine Überlebende, die versucht zu verstehen, unser Ende und unseren Anfang. Ihr Ende und meinen klonigen Anfang. Vor 2 Wochen ist mein Mutterzwilling gestorben. Und ich sitze wie früher an unserem schwarzen Konzertflügel, der mir als Kind so furchtbar mächtig erschienen ist. Mr. Black haben wir ihn getauft, als ich 7 Jahre alt geworden war. Und Iris mir endlich erlaubt hat, darauf zu spielen. Voller Stolz hatte ich damals das schwarz glänzende Holz und die weißen und schwarzen Tasten gestreichelt. Ich werde diese Tasten nie mehr anschlagen. Der Deckel bleibt für immer zu, wie bei einem Sarg, in dem Iris jetzt liegt. Auf Mr. Blacks hölzernem Rücken liegen leere Blätter, doch ich setze nicht wie sie Noten auf die schwarzen Linien. Ich komponiere keine Musikstücke, ich reihe nur Buchstabe an Buchstabe, Wort an Wort. Ich will herausfinden, wer das ist, der hier am Konzertflügel sitzt. Das Wort Klon mag ich übrigens nicht, weil es inzwischen zu abgenutzt und abgelacht ist. Ich nenne mich lieber Blueprint. Die Blaupause ist eine Kopie, die ohne Umwege über ein Negativ gewonnen wird und auf einem weißen Grund blaue Linien zeichnet. Blau ist schon immer meine Lieblingsfarbe gewesen und natürlich auch die von Iris, dieser vermessenen Frau, die sich für eine Göttin hielt. Im Jahr Null, als ich gemacht und geboren wurde, begann meine Geschichte, die ich genau wie mich selbst Blueprint nennen will.